Okay, Visier Jafar, wir kommen. Und diesmal zeigen wir dir, wer hier der Bessere ist. Ja, eigentlich hat es doch schon gereicht, dass wir dich im ersten Teil niedergestreckt haben, aber nein. Jetzt müssen wir dir nochmal beweisen, dass man mit uns nicht spaßen darf. Los, jetzt verfolgen wir ihn. Ja, er hat nur 3 Leben. Ach, das ist ja fast gar nichts. Das ist ja ein schlechter Klon von mir. Aber, eine Frage stellt sich mir. Wer ist diese Frau in der Vision, die sagt, come to me? Egal. Jetzt ist der Visier wichtig. Verdammt, wieder Zeit verloren. Wir haben noch circa 5 Minuten übrig. Mann, Mann, Mann. So, jetzt Schuss. Das geschafft, oder? Ja. Wie es aussieht, verreckt jetzt gerade der Visier. Okay. Boah, ey. Endlich habe ich Prince of Persia 2 gemeistert. Zum allerersten Mal. Boah. With the sorcerer's death, his spell was shattered. The princess looked upon the prince. And saw once again the man she loved. This time the prince took no chances. He ordered Jafar's ashes scattered to the winds. The people rejoiced. And the prince and princess dwelt together in joy and serenity. And lived happily ever after. Boah, ein klasse Ende. Yeah. Hä? Was ist das? Hä? Wer ist denn die Hexe? Boah, ey, jetzt habe ich aber wirklich Gänsehaut. Hä? Wer war denn das? Hä? Ich hasse offene Enden. Ich kenne doch den dritten Teil. Da kommt die gar nicht vor. Oh, wie ich sowas hasse. Na egal. 5 Time 5, naja, Glanzleistung ist es jetzt nicht, dass ich 5 Minuten übrig hatte. Boy, mich hat's gefreut, dass ihr euch dieses Let's Play angeschaut habt. Und ich freue mich schon, dass ihr, wenn ihr euch Prince of Persia 3D von mir ansehen werdet. Ja. Boah, auf Wiedersehen.